Ja, hallo und herzlich willkommen bei Madhouse. Ich freue mich heute, diesen jungen Mann begrüßen zu dürfen, Arkadel. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Es ist unglaublich, er hat angefangen, was nicht, vor wie vielen Jahren als DJ zu wirken. Mittlerweile ist er Produzent, er bringt gerade sein erstes Album erstaunlicherweise heraus. Stimmt das? Am 20. Mai, oder? Am 25. Mai, ja, das erste Album nach vielen Singles und EPs, endlich ein Album. Du bringst ja wöchentlich deinen Hangover-Mix raus? Na, monatlich. Monatlich, fauler Sack. Nein, es ist. Ich glaube, der ist total bekannt. Sonst schaut es mir noch auf www.arkadel.com. Ja, bitte. Da findet man den Mix. Da finden wir meinen Mix. Du arbeitest ja nicht nur als Arkadel? Na, ich arbeite vor allem mit meiner Band, dem AG-Trio. Und das AG-Trio bringt eben das Album aus. Genau. Wir bringen in 2 Wochen schon die Single und in 2 Monaten dann, ja, 2 Monaten, in ganz 2 Monaten dann das Album. Ja, und wir feiern dazu auch eine Release-Party, beziehungsweise eine wir feiern auch eine in Linz in der Backfabrik beim Open Air am 2.6. Da seid ihr herzlich eingeladen, vielleicht verlosen wir auch Karten. Ist das Open Air gratis? Nein, es ist mit Eintritt. Weil ja, dann verlosen wir keine Karten. Aber danke fürs Zuhören. Musst du eigentlich nicht ins Mikrofon reden, Fisch? Habe ich noch irgendeine Frage an dich? Möchtest du mir irgendwas loswerden? Wie super, danke, dass ich bei Madhouse sein darf, endlich nach dieser halben Jahr Wartezeit, oder? Ja, ich bin froh, dass ich jetzt endlich bei Madhouse sein darf, nach so einer langen, bitteren Wartezeit. Ich bin ja immer wieder auf die... mein Termin ist ja immer wieder verschoben worden, brutalst. Ich kann mich erinnern, du warst ja vor 2 Jahren schon dran gewesen, oder? Mindestens. Ich glaube, ich habe das fast erfunden. Naja, so faul ist er dann doch nicht. Danke fürs Dabeischauen. Genießt den Mix, den ihr euch gleich anmachen könnt. Den Cutout auf YouTube und kauft alle seine Platten, würde ich mal sagen. Danke.